Es war ein privates Konzert in der Provinz Banten im Westen der Insel Java. Tausende Male wurde dieses Amateurvideo in den sozialen Medien geteilt. Rund 200 Menschen waren im Badeort Tanjung Lesung zum Konzert gekommen, als die Welle aus dem Nichts über sie hereinbrach. Der Tsunami hat die Bandmitglieder einfach weggefegt. Die Flutwelle überraschte die Indonesier fast ohne Vorwarnung. Sie wurde vermutlich durch einen Erdrutsch im Meer nach einem Vulkanausbruch in der Sunda-Meerenge ausgelöst. Mittlerweile ist die Zahl der Todesopfer auf über 280 gestiegen. Ich habe eine Überprüfung aller Tsunami-Erkennungsgeräte und den Austausch von defekten Geräten angeordnet. Im neuen Haushaltsjahr 2019, Anfang Januar, werde ich den Ersatz von defekten oder alten Geräten, die nicht mehr verwendet werden können, anordnen. Die Zahl der Todesopfer könnte weiter steigen, noch werden über 50 Menschen vermisst. Fast 12.000 Menschen verloren bei der Katastrophe am Samstag auf den Inseln Java und Sumatra ihr Zuhause. Die Rettungsarbeiten dauern an.